Es passierte bei einer Veranstaltung mit US-Präsident Donald Trump in El Paso im US-Bundesstaat Texas. Während er filmte, wurde ein Kameramann der BBC von einem Trump-Anhänger angegriffen. Der Angreifer wurde festgehalten und aus der Halle geführt. Nicht ohne die Medien im Allgemeinen wüst zu beschimpfen. Ein Kollege des Kameramanns schrieb auf Twitter, dass Trump vor dem Angriff die Medien scharf angegriffen haben soll. Er soll ihnen vorgeworfen haben, die Fakten zu verdrehen. Der Kameramann soll den Angriff unbeschadet überstanden haben.